Hallo Freunde, Gott auf einer Seite. In dieser neuen Andachtsserie wollen wir einfach jeden Tag eine Seite Bibel lesen. Ich habe hier meine ganz handelsübliche Schlachter 2000. Und jeden Tag wollen wir sehen, was auf dieser einen Bibelseite uns persönlich anspricht für unseren Alltag. Wir wollen sehen, wie Gott sich auf dieser einen Seite offenbart. Wir werden ganz von vorne anfangen, auf der ersten Seite. Bevor wir das tun, wollen wir ganz kurz gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, es ist dein Wort. Wir möchten dich bitten, dass du zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Es lag Finsternis auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Alles fängt mit Gott an. Und wenn die Bibel hier von Gott spricht, dann meint sie auch Jesus. Wenn ihr später noch Lust habt, könnt ihr ein bisschen in der Bibel recherchieren, wo die sagt, dass Jesus der Schöpfer ist, dass Gott durch Jesus geschaffen hat. Ich gebe euch ein paar Tipps. Das ist in Johannes 1, werdet ihr fündig, in Kolosser 1 oder auch in Hebräer 1. Wenn du das Wort Gottes liest, vielleicht geht es dir so ein bisschen so wie hier in Vers 2. Wir fühlen uns oft ganz leer. Wir fühlen uns irgendwie chaotisch. Unser Leben scheint manchmal durcheinander zu gehen. Manchmal haben wir so richtig das Gefühl, dass so Finsternis um uns herum ist. Gleich am Anfang der Bibel sagt sie uns, dass auch wenn das unser Zustand ist, der Geist Gottes gegenwärtig ist. An einer anderen Stelle sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 5, dass genau das, was hier steht, auch in unseren Herzen stattfindet. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Bibel genau damit beginnt, dass wenn wir uns ganz finster, leer und wüst fühlen, der Heilige Geist anwesend ist und das Wort Gottes Licht spricht. Es ist interessant, dass das Wort Gottes genau das tut, was es sagt. Ich glaube, das Wort Gottes wird auch das tun, was hier steht in unserem persönlichen Herzen, wenn wir jeden Tag uns mit ihm beschäftigen. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Die Bilder eine Scheidung zwischen den Wassern und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel und es wurde Abend und es wurde Morgen der zweite Tag. Was mich an Gott fasziniert, ist, dass er sich etwas vornimmt und das an diesem Tag tut. Er hätte noch viel mehr machen können. Aber Gott geht so Schritt für Schritt voran, auch in unserem Leben. Und vielleicht können wir auch in dieser Hinsicht von ihm lernen, dass wir uns jeden Tag nur eine bestimmte Sache vornehmen und nicht alles in einen Tag hineinpacken und dann Schritt für Schritt unsere Arbeit tun. Vers 9. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einen Ort, damit man das Trockene sehe und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, aber die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt. Fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art, in denen ihr Same ist und es geschah so. Die Erde brachte Gras und Gewächs hervor, das Samen trägt nach seiner Art und Bäume, die Früchte bringen, in denen ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Eins fällt mir hier schon auf der ersten Seite auf. Noch sind ja gar keine Menschen, die irgendwie die Schöpfung kaputt machen können, irgendwie Gottes Pläne durchkreuzen können. Wenn Gott alleine wirken darf, ist alles, was er macht, gut. Ersten Tag alles gut, zweiter, dritter. Was Gott macht, ist gut. Wenn wir Gott wirken lassen, auch heute an diesem Tag, wird er gute Dinge tun. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein. Zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen. Und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Vielleicht ist euch aufgefallen, jeder Tag beginnt mit dem Wort Gottes. Gott spricht und etwas geschieht. Das sollten wir uns zum Vorbild nehmen und auch jeden einzelnen Tag mit dem Wort Gottes beginnen. Lass uns noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr,
dass dein Wort Kraft hat, sprich du auch in unser Herz hinein und tu dasselbe in unserem Herzen, was du damals bei der Schöpfung der Welt getan hast. Im Namen Jesu. Amen.